Moin Freunde, willkommen wieder zurück im Zentrum des Bösen und ich guck mal, was ich hier anstellen kann. Ich habe gerade den Tuberkulose-Virus auf den USB-Stick gezogen und guck mal, ob wir hier eine ordentliche Buchse haben. Nee, das Ding läuft noch auf Floppy. Ein Radiosignal, das Pokémon um den Verstand bringt. Mein Experiment war ein voller Erfolg. Meine Veränderung ist gewiss, dieser Verlust bedeutet nichts. Ich hab mir Gold. Wer ist denn diese Examenshutträgerin hier? Moin! Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht! Schwächlinge werden es nie erfahren! Aber ich sage es dir, wenn du mich besiegst. Ich bin so ein ehrenhafter Mensch. Ein Spiel der Schatten. So, Rettern. Da ist schon gleich der erste Angreifer. Das sind alles Lappen hier, die kann ich doch so in den Boden stampfen. Da muss ich doch gar nicht mal richtig hingucken, dann sind die schon tot. So, bam. Weg ist er. Zack. Plexor erreicht Level 27. Guck mal, wie schnell das geht. Da brauche ich doch gar nicht wirklich Zeit für. Hier, Duflor. Ach, moin. Ob ihr es merkt oder nicht, ich habe übrigens ein neues Mikro, beziehungsweise ein neues Headset. Das drückt noch so ein bisschen auf Ohren. Das ist ungefähr genau das gleiche, was ich vorher auch hatte, nur nochmal in neu. Das alte war jetzt 4 Jahre alt, da habe ich mir gedacht, gönnst dir mal was Neues. Das Problem war bei dem alten einfach, dass das Mikrofon immer runtergefallen ist. Also ihr, da ist so ein Scharnier dran und das ist dann immer so nach unten. So. Auf einmal war das dann so und dann habt ihr mich nicht mehr gehört und dann wisst ihr gar nicht, was ich erzählt habe. Weißt du, so ist besser. So hört ihr mich auch die ganze Zeit. Ha. Das wird dann so eine Sache, die gerade nur ich verstehe. Das Passwort zum Büro von Boss lautet Fleckmon-Route. Es ist aber nutzlos, denn du benötigst 2 Passwörter. Ja. Hab ja eine, ne? Kann ich einfach mit dieser Fleckmon-Route da auf diesem Türchen rumprügeln? Hier, damit? So richtig bim, bim, bim. Und dann geht das auf? Ich glaube nicht. Oh, der nächste. Moin. Ist mir egal, dass Pokémon bei unserem Experiment Schmerzen zugefügt werden. Die müssen alle leiden. Und dann esse ich die. Forscher Hasso. Hasso, mein Hund ist schwul und so weiter, ne? Gut, ein Ditto. Ist schon mal das Stärkste, was ich hier in diesem Gebäude gesehen habe. Wird aber auch nicht lange durchhalten. Ja, ich muss mich erstmal an das Headset gewöhnen. Das alte, das war ja so schön ausgelullert. Das hat auch nicht gedrückt und nix. Aber wenn man so ein Headset neu hat, ne, dann drückt das noch. Dann kann man da nicht so viel mit anfangen. Hat aber auch nur 3 Euro, ne, 4 Euro, glaube ich, gekostet. Ja, da seht ihr mal, was ich für ein Geld ausgebe für euch. Du forderst mich zu einem Kampf heraus. Pah, du bist dumm, aber du hast Mumm. Das mag ich. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort für das Büro vom Boss. Das andere kriegst du sowieso niemals raus. Und dann den einfach mal so verarschen. Nein, werde ich auch definitiv nicht. Aber dabei weiß ich das schon. Also das ist so ein bisschen meine Logik gerade. Los, Plexor. Feuerschlag. Bims. Plexor erhält Erfahrung. Cool. Und Rocketrüpel wurde besiegt. Ich glaube, ich bin ein Goofy hier. Das Passwort für das Büro vom Boss, ich glaube, es lautet Radikalroute. Gemeinheit hier. Mütze findet Hyperheiler, dann steckt den mal ein. Und Mütze findet Angriff Plus. Ist Angriff Plus, das geht nur in Kämpfen, ne? Hier, den scheiß X-Abwehr. Wäre ich jetzt fleißig, würde ich mich mit Natu rausporten. Renate. Rixate. Stehen hier so drin. Altes Team Rocket. Stehlen. Benutzen. Essen. Ruhm und Reichtum. Ja, das ist ein Ehrenkodex, wie er im Buche steht. Also zumindest in dem Buche, das ich da gerade rausgeholt habe. Ach, nice, Heiler. Leute, übe. Okay, was ist hier denn los? Nichts. Das ist ein Computer, der einfach mal nichts tut. Ach, du bist hier mein Begrüßungskomitee. Guten Tag. Oh, ein Kind, das mag zwar nicht, aber ich muss dich herausschalten. Ja. Das steht in meinem Ehrenkodex. Da steht nichts vom Kind. Da steht nicht,
Stielkinder, Verprügelkinder, schalte Kinder aus. Nein, das steht da nicht. Habe ich da noch nie gelesen. Aber wenn ihr meint, dann machen wir das jetzt. Aber ich wehre mich ein wenig. Wenn das nicht zu viel fällt, ich würde sagen, so ein bisschen kann ich mich ja wehren, ne? Aber nur so leicht. So ganz leicht. So ein Zubat. Heidewitzka. Du bist ja stark mit deinem komischen Kreuzbister. Oh Mann. Und dann kommt ein Radfratz noch. Ach du Kacke. Mensch. Und damit geht er kleine Kinder ausschalten, ne? Mit so einer Gang an Hasenschadenviechern. Alle so, die so schiefe Zähne haben. Ja, das mag der. Money Boy. Ne? Money Boy bist du. Ne? Money Boy. Ja, hallo, da ist er ja mit seinen... Ich wusste, ich würde verlieren. Gegen einen Zehnjährigen. Das letzte Mal, als ich gegen den Zehnjährigen verloren habe, das war... Ich habe noch nie gegen den Zehnjährigen verloren. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlage? Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so einen großen Stupakovagier... Für Typen wie dich habe ich keine Zeit. Verpiss dich. Also, wenn er jetzt für mich keine Zeit gehabt hätte. Also, ich möchte das jetzt gerade mal festhalten. Er kam von... Hier. Also, Karpfen, du hast auch manchmal ein Rad ab, ne? Muss ich jetzt gerade mal sagen. Wenn er keine Zeit hat, ne? Dann geht er so nach oben und haut ab. Was macht er? Pass auf. Er hat hier erstmal seine TM stehen lassen. Dann geht er hier so runter. Guckt sich erstmal um. Ach, da ist ja Mütze. Du kleiner Penner, verpiss dich, Stupako, Eselviech. Und dann haut er mir eine und dann hab keine Zeit für dich. Anstatt einfach gleich runterzugehen. Nein, er muss erstmal den dicken Max markieren. Die Tür ist verschlossen. Mütze gibt beide Passwörter ein. Die Tür ist entriegelt. Guten Morgen. Hi. Was? Wer bist du? Dies ist das Büro unseres Anführers Giovanni. Er trainiert, seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse nicht zu, dass es hier laut wird. Du bist hier der Anführer, oder was? Oh, der Vorstand, der CEO. Technischer Vorstand Finishing. Ich bin begeistert. Das ist ein richtig hoher Besuch, den wir hier haben. Beziehungsweise wir sind der Besuch. Und wir besuchen ein hohes Tier. In der Rocket. Im Team Rocket. Der Armee der gestrandeten Seelen in Pokémon. Warum ist mein Wasser eigentlich so weit weg? Bräuchte mal wieder so ein WLAN-Gamepad. Da könnte ich einfach so weiter drücken. Er setzt Radikal ein. Na toll. Hallo Radikal. Ich bin's Magma. Ich hätte jetzt eigentlich fast so ein Wortwitz gesagt wie Magma heute uns ein bisschen früher ins Bett begebe. Aber das war mir ein bisschen zu blöde. Jetzt habe ich ihn ja doch gebracht. So ein Scheiß. Wie jetzt keine AP mehr. Streng dich doch mal ein bisschen an, du Vieh. So, weg mit dem komischen Ratten. Der rattige Karl. Und ein Smogon. Als krönenden Abschluss hat er noch einen Smogon in seinem Repertoire. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen, Leute. Jetzt will ich es wissen. Nein! Scheiße! Scheiße! Das hat nicht geklappt. Nochmal! Yeah! Finisher! Mit einem Schlag K.O. Und ein neues Level gibt's auch noch. Nee. Ich konnte nichts machen. Bitte vergib mir, Giovanni.
Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Au, ich laufe jetzt erstmal gegen den Tisch und dann geht's weiter. Tschüss. Was ist das für ein Vogel hier? Das Passwort lautet Preise Giovanni. Und dein Gold. Okay, wir sind hier aber noch nicht in unserer Dienlichkeit getan. Wir müssen noch diesen kompletten Laden hier in die Luft jagen. Ja, wollen wir mal ein bisschen unnötig Krawall machen. Warum auch nicht? Oder müssen wir... Ich frag gerade, wofür wir uns das Passwort aufschreiben mussten hier. Was war das nochmal? Fleckmondroute und Radikal... Bananeneis? Die Tür ist verschlossen. Mütze gibt das Passwort ein. Die Tür wurde entriegelt. Also das Passwort. Hier müssen wir mit Radikal und Fleckmann und so weiter nichts machen, sondern mit Preise Giovanni. Ihr wisst schon. Bleib doch stehen, wo du bist. Ach nee, das ist ja gar nicht. Siegfried. Wir können es nicht zulassen, dass ein Balk hier herumläuft. Das schadet Team Rocket stolz. Wie stark du auch bist, du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Kleiner. Jetzt wirst du zermalmt. Hey, sei doch mal nicht so egoistisch. Teile den Spaß. Wie, du hattest einen Komplizen? Wo ist dein Ehrgefühl? Ich, Giovanni Stellvertreter, werde dir zeigen, was es bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Das wollen wir doch mal sehen. Ich trage eine Kutte und bin trotzdem bauchfrei. Vorstand. Kann man bei Team Rocket, das ist da Vorstand, das ist da Dienstgrade, soll es da doch geben. Also, unterteilt in Depp von Dienst und was Besseres. Genau die Unterteilung benutzen die da. Das ist doch mal eine Aufgabe für Hüfelziel, so. Ja. Yeah. Der grüne Golbat. Er schielt mich erstmal an. Ja, guten Tag. So, dann fangen wir mal mit einem Biss an. Ein bisschen Spaß muss sein. Und er weicht auch noch aus, hey. Du kannst es mir ja noch einfacher machen. Geh einfach selber kaputt. Ja, meine Zähne sind ein bisschen schärfer als deine, gibst du zu, ne? Ja, achte mal drauf. Meine sind schärfer. So. Rocket-Vorstand setzt Kramurks ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Was ist denn Unlicht, Unlicht? Hebt sich das gegenseitig auf? Das ist ja im Prinzip fast schon so ein kleiner Mirror-Fight hier, ne? Erstmal so. Ja, das sieht nicht gut aus. Und er setzt einen Schnabel ein. Das ist besser. Wollen wir mal ein bisschen Zwietracht sehen und das Feuer schüren. Kramurks ist verwirrt. Hä? Aber kann trotzdem noch zuhaken. Wie gemein, wie unfair und fies. So, Flügelschlag. Bäm. Jawollo. Das ging ja einfach. So, und jetzt kommt noch Duflor. Ach du Scheiße, da muss ich ja richtig aufpassen jetzt. So, Duflor. Und Flügelschlag. Yay. Das war doch wohl ein Arztrainer One-Hit. Es kann sich einfach niemand gegen Hüfels wehren. Er blinkt und er hat scharfe Zähne. Du bist wirklich gut. So ein Mist. Wenn du bei Team Rocket einsteigen würdest, wärst du sofort im Vorstand. Ein Zehnjähriger, der darf da noch nicht mal arbeiten. Hast du schon mal was von einem Arbeitsschutzgesetz gehört? Von einem Jugendschutzgesetz und so weiter? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist gut, das Sendeexperiment war ein voller Erfolg. Es ist egal, was aus dem Versteck wird. Wir haben höhere Ziele. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsiere dich, solange du noch kannst. Fufufufufu. Genug, wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, auf den ich traf... Macht mir wirklich Sorgen. Sorry, Mütze. Ich habe beobachtet, wie geschickt du bist. Daher habe ich mich zurückgehalten. Jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten.